Hallo äh, zusammen, hier ist wieder und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute ich ich heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal das komplette Craft-System aus dem 10.0 7er Zulgurub anschauen. Und zwar gibt es da mehrere Layers an Rätseln. Ich habe jetzt zwar zu einzelnen Sachen schon Videos gemacht, aber da ich öfters auf dem Stream gefragt wurde, dachte ich mir, ich hocke mich mal hin und fasse mal alles in ein Video zusammen. Als allererstes, für die Leute, die sich das jetzt noch gar nicht angeguckt haben, was gibt es hier alles zu holen? Hier gibt es unter anderem mehrere Möglichkeiten an Rezepte zu kommen. Es gibt weiße, blaue und epische Rezepte, die alle unterschiedliche Quellen haben. Manche Leute wissen dann nur von einem gewissen Teil von diesen Sachen. Da werden wir auf jeden Fall reinschauen. Es gibt äh, Themok. für jede Klasse gibt es ein Rüstungsset. Dann gibt es auch noch für jede Rüstungsklasse ein extra Set noch zusätzlich. Dann haben wir hier einen Toy, das wir holen können, mehrere Achievements, die wir holen können und und ja, da ist einiges auf jeden Fall zu machen. Ich würde sagen, wir gucken mal rein und fangen mal mit der grundlegenden Sache an. Bevor wir überhaupt irgendwas starten können, bevor wir jetzt die Händler freischalten und andere Geschichten und hier auch Loot erhalten können, brauchen wir als erstes einen Erfolg. Und zwar heißt der Erfolg Relikt eines vergangenen Imperiums. Der Erfolg ist jetzt mit Patch 10.07 reingekommen. Und ja, was müssen wir dafür machen? Ihr habt ein restauriertes Schmuckstück der Hakari an jemanden geliefert, der Interesse an solchen Artefakten hat. Und ihr seht schon, deckt uralte Geheimnisse in Zulgurub auf. Heißt, wenn wir das Achievement haben, können wir ein paar sa neue Sachen in Zulgurub machen. Und da gibt es einiges, Rezepte gibt es da, da gibt es dann einen Haufen altes t Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wo sind wir? Wir sind einmal in der Instanz zu grob und dafür müssen wir in die östliche Königreiche, wie das Achievement schon sagt. Dann sind wir im Schlingendorntal und hier oben im nördlichen haben wir hier die Instanz zu grob. Die müsst ihr auf Heroisch stellen, dann könnt ihr da reinlaufen und sobald wir in der Instanz drin sind, müssen wir durch, durch hier die Brücke rüber herum und dann bei dem Tempel nicht nach oben laufen, sondern hier außen rum tigern. Und das machen wir jetzt gerade, ihr seht da ist die Brücke, wir tigern hier außen rum und dann laufen wir einmal unten in das Hauptgebäude rein. Und hier bei dem Gong ist ein Item auf dem Boden. Zerschmettertes Schmückstück der Hakari. Das looten wir jetzt. Und sobald wir das eingetötet haben, müssen wir jetzt zwei Bosse hier in der Instanz töten. Ja, das ist eigentlich vollkommen egal, welche Boss hier tötet. Das mache ich schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die zwei Bosse besiegt. Seht ihr, die beiden sind jetzt tot. Und jetzt ähm, können wir hier gegen den Endboss kämpfen, den Jindo. Und das Wichtige ist, ähm, also, ihr müsst da dann die Pyramide hier hochlaufen, ne? dann kommt er zum Endboss. Den greifen wir jetzt an und hauen den runter, ne? Auf 1%. Dann geht er nämlich hier in seine Geisterphase. Und jetzt in der Geisterphase müssen wir eigentlich diese Ketten aufspringen. Das machen wir jetzt aber nicht. Also, wir sprengen nicht die Ketten auf, töten den Boss auch nicht, sondern springen hier runter. Und gehen jetzt quasi wieder auf, den, auf die gleiche Stelle, wo wir jetzt eben waren. Und können dann äh, hier ein anderes Teil äh, looten. Und zwar den, das zweite Teil von diesem zerbrochenen Schmuckstück. Und sobald ihr das gemacht habt, können wir eigentlich den Kampf verlassen oder einfach weglaufen und dieses Schmuckstück zusammensetzen. Jetzt draufklicken. Und jetzt kriegen wir, wie ihr seht, eine Quest. Und. Die können wir jetzt gleich mal abgeben. So, dala. Ich bin jetzt einfach aus der Instanz rausgelaufen. Und zwar, wenn ihr jetzt guckt und hier draufklickt, ne, auf die Quest, dann wird uns nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt quasi selber einen NPC finden, der dieses Relikt haben will. Ähm, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ich quasi nach Zulda sah muss. Und dementsprechend ähm, können wir jetzt als Allianzler einmal nach Boralus gehen, was hier auf Kultiras ist, und mit dem Bötchen hier quasi Zuldasa auswählen und rüber porten. Wenn ihr das nicht freigeschalten habt, weil ihr BFA geskippt habt, dann müsst ihr quasi die Pre-Quest für Kultiras spielen. Da müsst ihr so einen kleinen Rundlauf machen und dann gibt es so eine Kampagnen-Quest, wo ihr einen Standort auswählen könnt. Auf dem Schiff, wo ich eben war. Und dann könnt ihr euch quasi hier rüber porten. Als Hortler ist das alles kein Problem. Wenn ihr BFA geskippt habt, könnt ihr euch einfach da oben in diese Pyramide reinporten. Und dann also habt ihr es nicht sonderlich weit. Ja. Als Allianzler ist es halt ein bisschen blöder, ne? Wenn ihr da nicht gequestet habt, müsst ihr ein bisschen gucken. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einmal nach Dazar Alor. Und zwar ist in Dazar Alor dann ein Händler, mit dem wir quatschen müssen. Und bei dem können wir dann dementsprechend hier dieses Item abgeben. Wichtig. Hier oben, das ist quasi PvP-Zone. Und hier unten, die, der Bereich der Stadt, ist quasi eine normale Questing-Zone. Mit einem Max-Level-Allianz, da könnt ihr da auch reinfliegen, das ist kein Problem. Und als Hortler ist es eh kein Stress. Hilfe. Die Kleinen haben unsere So, der Händler, der befindet sich nämlich im unteren Teil. Und zwar ähm, ist der ein bisschen weiter da oben irgendwo. Vorsicht, eine gefährliche Kreatur ist in der Nähe. Hier müsste der sein. Mal. Ah, da sehen wir auch schon das Quest-Symbol. Also, das ist jetzt tatsächlich hier drauf. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier oder hinten rein müssen. Ah, seht ihr das? Ist der Händler. Was sind die NPCs vom Level? Okay, die sind nur Level 60. Genau, das können wir jetzt bei dem Typen abgeben. Und ihr seht, dann ähm, kriegen wir hier erstmal ein Schmuckstück. Mit dem können wir uns ein paar Sachen kaufen. Und wir haben dementsprechend äh, die Voraussetzungen fürs Achievement abgeschlossen. Und ähm, haben jetzt in Zul'Gurub weitere uralte Geheimnisse, die wir dadurch quasi freigeschalten haben. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt noch einmal kurz hin. Und ja, für das Achievement haben wir es aber an der Stelle schon mal abgehakt. Sobald wir dann das Achievement haben, können wir zurück nach Zulgurub gehen. Und dann haben wir hier direkt neben dem Eingang, seht ihr, also da kommen wir rein, haben wir dann einen Händler stehen. Und zwar ist es der gleiche Typ, bei dem wir vorher den Stuff abgegeben haben. Und dieser Händler hat jetzt die erste Charge an ähm, Rezepten und er hat auch äh, Timok-Vorlagen. So, was sind das für Rezepte? Und zwar, ihr seht, wir haben hier Alchemie-Rezepte, wir haben hier ähm, ja VZ haben wir dabei, wir haben Schmiedekorns dabei, wir haben Lederer dabei, wir haben Schneider dabei, wir haben Inji dabei. Also hier ist alles Mögliche mit dabei. Und diese Rezepte könnt ihr euch kaufen gegen ein paar Ressourcen. Und zwar brauchen wir immer hier ein Schmuckstück der Hakari. Das sind verschiedene Farbige. Und dann brauchen wir hier die Wertmarketer Zandalari. Und diese Items kriegen wir dementsprechend hier alle aus der Instanz. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, ähm, er hat auch hier, wie ihr seht, ein Rüstungsset. Und ähm, da ich jetzt hier schon ein paar Sachen habe, kann ich euch da leider nicht alle zeigen. Sondern machen wir das mal über All the Things. Ich habe das mal so eingestellt, dass es alle Sachen anzeigt, auch die, die ich schon habe. Und wenn wir jetzt reinschauen bei Zonenverkäufer, genau, da haben wir es. Also seht ihr hier die ganzen Rezepte, die es gibt. Und dann haben wir hier die Assemble. Das ist immer für eine Rüstungsklasse. Also es gibt eins für Stoff, es gibt eins für Leder, es gibt eins für Kette und es gibt eins hier für Platte. Und dann gibt es aber noch zusätzlich für jede Klasse eins. Beziehungsweise nicht jede Klasse, sondern für die ganzen Klasse, Klassen, die es in Classic gab. Ne? Klar, Demon Hunter gab es damals nicht, Monk gab es damals nicht, äh, den Evoker gab es auch nicht und was haben wir noch? Den Dekan. Ne? Die Klassen gab es nicht. Das sind nämlich auch alles quasi die alten Sets, die man hier drin bekommen konnte. Genau, das sind alle Sachen, die man beim Händler kriegt. Es gibt aber noch weitere Rezepte, es gibt dann noch blaue Rezepte und epische Rezepte. Und wenn wir die herbekommen, äh, schauen wir uns gleich an. Bevor wir das aber machen, sollten wir einmal gucken, wo wir die Ressourcen herkriegen, um dementsprechend. Schieben wir das mal irgendwo dahin. Wo wir die Ressourcen herkriegen, um das hier alles zu, äh, zu kaufen. Nicht beschwören. Genau. Ähm, wir haben nämlich hier, wie ihr seht, schon mal einige von diesen Teilen im Inventar. Und zwar droppen diese. Immer von den Bossen. Also, jeder Boss hier in der Instanz droppt immer ein random Teil von diesen Relikten. Ne? Die kriegen wir auf jeden Fall. Und das andere, was wir haben, sind die Wertmarken der Zandellari. Und die können wir zusammensetzen. Und zwar von so Münzen. Ihr seht, hier habe ich so Münzen im Inventar. Und diese Münzen, ähm, da gibt es insgesamt neun Stück. Und immer drei Stück von diesen Münzen. Wir können das mal hier eingeben. Münze. Ihr seht, es gibt äh, neun Stück. Und drei von denen könnt ihr dann immer abgeben, um bei ihm eine Wertmarke zu, äh, zu kriegen. Ihr kriegt den Dialog nur, wenn ihr die richtigen habt. Das kann ich euch nachher nochmal zeigen. Ich habe anscheinend gerade drei Stück, die nicht kompatibel miteinander sind. Dann kann ich das euch nachher nochmal zeigen. Wir werden uns nämlich noch ein paar holen. Diese Münzen äh, droppen theoretisch von den Trash-Mobs und von so einem Art äh, ja, Schatzgebilde, so einen Haufen, den wir uns später noch angucken werden. Ihr könnt euch aber diese Münzen auch im Auktionshaus kaufen, die kosten nicht viel. Und ja, ihr seht hier 7 Gold, 9 Gold, also ihr braucht drei Stück von denen mit 40, 50 Gold, seid ihr bei den meisten eigentlich dabei, dass ihr einen so ein Ding kriegt. Wenn ihr das hier umgetauscht habt, dann sind sie Battlenet-Account gebunden oder Blizzard-Account gebunden. Ihr könnt es zu jedem Char auf jedem Server auch zu anderen Fraktionen schicken. Selbiges wie die Tinger. Also ihr könnt quasi mit allen Chars, die ihr auf dem Account habt, hier nach Zugurup alle Bosse umhauen. Diese ähm, blauen Dinger, also diese Relikte, droppen auch bei den Trash-Mobs, bei den Elite-Trash-Mobs. Ähm, aber nicht so häufig. Die Bosse haben 100% immer eins dabei. Manchmal haben sie auch eine Kiste dabei, die Bosse, wo drei Stück drin sind oder bis zu drei Stück drin sind. Ja, heißt, wenn ihr die Bosse umhaut, ist gut. Den Trash könnt ihr theoretisch auch noch mitnehmen, dann auf den nächsten weiter weiterloggen. Diese Dinger droppen von den neutralen Trollen, da gibt es auch ein paar in der Instanz, oder ähm, besser noch aus diesen ähm, ja, Gebilden und Knochenhaufen, was das immer auch sein soll, die wir dann später noch aufmachen können, aber das erkläre ich euch dann gleich, wie das funktioniert. Genau, dann ähm, gucken wir uns das nächste an und zwar ähm, hatten wir jetzt jetzt die weißen Rezepte und das Thimok angeguckt es gibt dann wenn wir jetzt hier reingucken das muss bei gemeinsame Bossbeute da, da drin sein seht ihr diese ganzen Rezepte und zwar das sind die blauen Rezepte die droppen bei den Bossen zu einer relativ niedrigen Dropschance teilweise habe ich es gehabt dass ich 10 Runs mache kein Rezept gekriegt habe einmal habe ich zum Beispiel Main komischerweise habe ich einen Run gemacht habe ich zwei Rezepte mit Main ähm, bekommen die können nur bei den Bossen droppen also sprich habt ihr halt 1, 2, 3, 4, 5 Chancen. Hier denkt ihr, es sind 4 Bosse, es ist nur ein Boss, da kommt random einer von diesen Bossen. Und das ist hier quasi der Hort des Wahnsinns. Hier ist es so, dass ihr den Boss nur beschwören könnt, wenn ihr ähm, Archäologie habt. Da sind in den Ecken jeweils äh, ja, Vasen bzw. Tafeln, die könnt ihr anklicken, wenn ihr minimum einen Archäologie-Skill von 275 müsste es sein habt. Und äh, ja, wenn ihr er das erfüllt, die Voraussetzung, könnt ihr den Boss beschwören. Der kann natürlich auch wie alle anderen Bosse Rezepte und diese Tokens droppen. Wenn ihr das nicht habt, naja, könnt ihr dann halt nicht beschwören. So, so ist es. Und ihr habt dann noch eine Chance, dass ihr beim Angeln was rauszieht. Aber äh, das werden wir uns jetzt gleich nochmal angucken. So, ich bin jetzt mal geswitcht zum Angelspot. Und zwar sind wir jetzt hier unten in Zylgrube auf 53,30. Und hier ist es so, dass wir, wenn wir hier runterlaufen einen zusätzlichen Buff kriegen. Und zwar haben wir hier diesen Buff, Matsch, Stinker, Duft. Genau, und den brauchen wir auch. Es backt manchmal tatsächlich. Wenn ihr hier runter lauft ähm, und den nicht kriegt, dann lauft ihr wieder hoch, wieder runter, bis ihr den Buff habt. Ihr könnt nämlich einmal pro ID, also die ist ja ähm, hier immer täglich, ne? Das ist eine hc instanz ihr könnt täglich hier einmal quasi reingehen, könnt ihr hier ein bisschen angeln und dann habt ihr eine Chance die eigentlich relativ gut ist, einen von drei Kisten zu kriegen. Ne? Und in diesen Kisten ähm, sind dann auch diese Relikte drin. Also darüber könnt ihr die auch farmen und ihr kriegt dann äh, oder habt noch eine Chance hier so ein paar epische Items zu bekommen und auch blaue für Themark, wenn ihr die nicht habt, ist das eine schöne Sache. Es gibt auch diesen Schildkröten. Ähm, Folianten für den Magier, aber wir wollen ja hauptsächlich die Relikte haben. Wie gesagt, das ist einmal täglich, meistens sind so 10, 20 Cast, dann kriegt das es. Wenn ihr länger castet, manchmal backt es auch und das hier oben ist dann einfach weg der Buff, dann müsst ihr wieder hochlaufen und quasi wieder runter. Ja. Es gibt hier auch ein Achievement dazu, wenn ihr das macht. Und zwar jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh Seemannskan heißt es, also da gibt es dann dementsprechend auch noch einen Erfolg, wenn ihr es das, das erste Mal macht, gibt es das hier, also ihr könnt es hier mitnehmen. Was ihr aber beachten solltet, eine von diesen drei Kisten ist verschlossen und ihr müsst die aufmachen, das könnt ihr mit einem Schurken machen oder mit einem, so einem Dietrich, den kann aber anscheinend mittlerweile nur noch einen Schmied benutzen und dementsprechend habt ihr dann die Problematik, dass, äh, ja... Hier, wenn ihr wenn dann Schmied sein müsst, ein Rogue, sonst habt ihr halt gelitten und könnt die Kiste nicht aufmachen. Deswegen habe ich mit meinem Twink mich dazu entschieden, dass ich das hier nicht angel. Mit Main habe ich es dann immer mitgenommen, um noch ein paar extra Relikte zu kriegen. Ah, seht ihr, da ging es relativ schnell, da haben wir es. Nach drei Casts war es drin. Jetzt hatte ich die Lucky-Kiste in Anführungszeichen, wo dementsprechend hier, die ich direkt aufmachen kann. Und ihr seht, es sind ein paar Relikte drin, ein bisschen Mock-Items. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit auch für das. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier oben beim Hort des Wahnsinns, wo man ja den extra Boss beschwören kann. Wie gesagt, man braucht Archäologie, und dann kann man hier diese Teile anklicken. Das, den habe ich jetzt heute mit dem Main schon getötet. Äh, man kann alle mit allen diesen Sachen interagieren und immer eins von jeder Art hat quasi eine, eine Dialogoption. Dann fliegen die in der Mitte und wenn man quasi äh, diese Fossilien-Dinger, die Tafeln, die Vasen und nochmal die Vasen alle in der Mitte fliegen hat, kommt ein Boss, den kann man umhauen. Ne? So viel dazu. Ähm, was wir uns jetzt aber hier eigentlich anschauen wollen, ist, wir können hier einen Toy bekommen. Und zwar ist ein Toy so ein Kohlebecken genau hier, ähm, wo ich jetzt mit dem Mauskursor drüber bin. Steht es hier? Das kann man einfach anklicken und looten. Und dieses ist dann auch noch relevant. Erstmal klar, es ist ein Toy mehr. Ne? Das ist für uns ganz gut. Das muss ich mal gucken. Zulguru, aber ich finde genau hier. Da haben wir einmal die Kohlenpfanne des Wahnsinns und ihr, ihr seht schon, enthält Tribut der Gurubashi und einen Haufen Rezepte. Die blauen, aber auch jetzt epische. Das wird nämlich noch interessant. Wir brauchen nämlich sowohl die Kohlenpfanne als auch noch was. Und zwar hier gleich nebenan. Wenn wir hier, ähm, naja, da muss man gucken, dass wir ein bisschen hochkommen, so ein bisschen rumjumpen. Äh, hier oben haben wir eine Tafel, diese hier. Und wenn wir da draufklicken haben wir hier so einen kleinen Dialog, der interessiert uns nicht. Ihr müsst einen Alchi-Char haben, also der muss Alchi haben und 300 in Classic sein, dann könnt ihr einfach ähm, einen Dialog anklicken und lernt automatisch ein Rezept. Und zwar kriegt ihr dann ein Rezept, wo ihr einen Mojo herstellen könnt. Und das können wir auch theoretisch mal Haar kaufen. Also wenn ihr jetzt kein Alchi seid, ist auch nicht schlimm. Mojo. Und zwar ist es das hier. Mojo Wahnsinn der Guribashi. Und ähm wir brauchen zwei Sachen jetzt einmal. Das ste steht jetzt auch schon, wir brauchen hier das. Äh, has to be used near the irgendwas of Madness. Toy Received to äh, Suction Bait, äh, Madness Buff, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist auch egal. Also was wir halt brauchen ist die Kohlenpfanne, die stellen wir auf, kaufen uns das Mojo oder bauen uns das selber. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das Mojo an der Kohlenpfanne einsetzen und kriegen dann dementsprechend den Buff hier, dem Wahnsinn erlegen. Genau, und wenn wir den Buff haben, dann ähm, sind alle Mobs in Zygorob mit uns verbündet. Das habt ihr hier vielleicht auch schon bei mir gesehen. Und jetzt können wir ähm, die dritte Option mit den äh, epischen Rezepten angehen. Und zwar äh, muss ich jetzt mal kurz gucken, wo das hier drin ist. Nicht Cage of Magic, genau, die Kohlenpfanne. Und ihr seht Tribut der Guribashi. Da sind die ganzen epischen Rezepte drin. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ja, also wir haben quasi die weißen beim Händler. Da müssen wir die Bosse umhauen, um dementsprechend die Relikte zu kriegen. Dann haben wir die ähm, blauen Rezepte, die kriegen wir direkt von den Bossen, relativ selten. Die sind auch Boe, die könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen. Die epischen sind auch Boe. Und die kriegen wir jetzt, wenn wir das Toy haben, das Mojo haben, den Buff uns holen. Und jetzt können wir so, ähm, ja, hier diese ähm, Skeletthaufen oder Schädelhaufen anklicken. Und da können wir dann weiterhin diese Teile abgeben, also unsere Schmuckstücke der Hakari. Und das sind halt immer pro Haufen andere, die wir abgeben können. Hier kann ich zum Beispiel aussuchen zwischen zwei Silbernen, drei Grünen oder drei Goldenen. Und aus diesen Haufen können wir die epischen Rezepte rauskriegen. Mir wurde gesagt, man kann theoretisch auch die Blauen bekommen. Und ja, was ich euch empfehlen würde: Farmt die Bosse oder macht halt erst die Achievements, so dass das alles freischaltet. Farmt die Bosse, kauft euch erstmal bei dem Händler. Äh, oben die ganzen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ne? Also alles hier, das habe ich jetzt bereits gemacht. Da war ich einige Runs unterwegs, weil alle diese Sachen sind sehengebunden. Die könnt ihr euch nicht aus dem Auktionshaus kaufen. Also die müsst ihr selber farmen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann äh, könnt ihr hergehen und eure. Ihr werdet einen Haufen von den Dingern überhaben, ne, weil ihr bei einem ähm, Händler dementsprechend immer bestimmte braucht. Und manche andere braucht ihr halt einfach nicht so viel. Die könnt ihr dann hier rein wasten. Und dann könnt ihr dementsprechend hergehen und äh, sagen wir jetzt mal hier so ein paar Dinger einlösen. Machen wir jetzt hier mal. Und dann kriegen wir jetzt hier ein Tribut. Und mal schauen, was drin ist. Ja, es sind ein Haufen Münzen drin. Also das scheint anscheinend jetzt äh, auch eine Lachssache zu sein. Wieder Münzen drin. Machen wir es nochmal. Wir machen jetzt hier noch so ein kleines Opening, würde ich sagen. Mal schauen, ob ich irgendein tolles Rezept rauskriege dabei. Ne, auch nichts. Und äh, da können wir nachher nochmal hochgehen zu dem Händel. Da kann ich dann euch zeigen, ähm, inwieweit ich dementsprechend da dann auch das Zeug umtausche. Ne? Das hatte ich ja am Anfang nicht gezeigt, weil ich da noch keine Münzen mehr habe. Mein Briefkasten ist blöderweise auch so ein bisschen äh, auf Cooldown. So, das haben wir jetzt alles. Wie viel habe ich denn noch? Ah, kann ich nochmal welche abgeben? Okay, jetzt schaut es schlecht aus. Mal gucken, ob ich irgendein Rezept rauskriege. Nein. Ah, seht sehe da haben wir das erste epische. Da sind auch thorium sachen drin, so wie es aussieht, Ein thorium barren Aber Blaues habe ich jetzt noch keins rausbekommen. Okay, die haben wir jetzt erstmal gewastet. Jetzt äh, laufen wir mal hoch, dann zeige ich euch das, äh, wo man das eintauschen kann. Und dann gibt es aber auch noch drei weitere von den Haufen, wo wir quasi Sachen eintauschen können. So da, Leute. jetzt sind wir wieder oben beim Händler und ihr seht, er hat hier dieses ähm, quasi Fragezeichen dran, das blaue. Und jetzt können wir quasi, weil wir jetzt von jeder Art von den Münzen eine haben, die einfach umtauschen gegen diese Wertmarken. Das, was ich ja vorhin erzählt habe. Ihr könnt ja quasi immer drei bestimmte umtauschen gegen eine Wertmarke. Die braucht ihr aber tatsächlich nur, um die Rezepte und dementsprechend die, ähm, ja, die t mock teile zu kaufen. Gut, ich würde jetzt sagen, wir. also von der Erklärung vom Video sind wir jetzt durch. Das sind alle Sachen, die man soweit aus Zygo kriegen kann. Sowohl Collectibles als auch Rezepte. Ich hau jetzt noch die restlichen von den Teilen raus. Wenn ihr dabei bleiben wollt und seht, ob ich noch irgendwelche krassen epische Rezepte krieg, dann könnt ihr noch dranbleiben. Ah ja, die Spots zeige ich euch natürlich auch noch. Die werden wir jetzt alle abklappern, aber sonst war es das tatsächlich schon an der Stelle. So, dann sind wir am zweiten Skeletthaufen. Und zwar ähm, ist der hier bei dem Zansil-Boss oben, hier auf den Koordinaten 30, 19. Ebenfalls, ich jetzt nicht gesagt habe, beim Hohepriester waren wir hier bei 51, 55. Also quasi immer bei jedem Boss ist ein Haufen. Insgesamt gibt es vier Stück. Und da können wir jetzt halt dann die Relikte alle abgeben. Jetzt hauen wir mal hier alles raus, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Den habe ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr noch. So, da, die anderen Kisten habe ich jetzt so noch abgegeben, waren doch noch ein paar mehr. Jetzt bin ich hier am nächsten Haufen und zwar sind wir jetzt bei dem Pantherboss hier oben in dem Tempel. Und da sind wir jetzt bei den Koordinaten 47, 22. Und ja, ihr seht, da hinten sind wir reingekommen. Das ist einfach ganz gerade vor und da haben wir hier den nächsten. Und da können wir jetzt hier wieder die Sachen abgeben. Mal gucken, wie viele Kisten ich am Ende habe. So, da, und der letzte Haufen ist beim vierten Boss hier, und zwar beim Blutfürsten Und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 60, 81. Und da sind wir einfach hinten in der Ecke. Also, hier seht ihr diese Arena, ne? Und hinten in der Ecke ist das Ding. Dort können wir jetzt auch noch ein paar abgeben. Jetzt gucken wir mal, wie viel sind es noch. Komm, das, das klicken wir jetzt hier schnell durch. Seht schon, ich habe einige Dinger jetzt schon im Inventar liegen. Also ich habe doch ein paar mehr gefarmt, hat jetzt auch die letzten Tage na doch den ein oder anderen Run gemacht. Also jetzt werden wir einfach mal reinschauen, was da noch so alles drin ist. Dann seht ihr auch gleich, wie etwa die Dropchance von den ähm, von den Kisten ist. Ne, da habe ich dann hab noch. Okay, einmal kann ich es abgeben. Gut. Ich habe jetzt 43 Kisten und davor weiß ich nicht, wie viel ich da aufgemacht habe. Wahrscheinlich waren es nahezu 50. Ne, guck mal. Oh nice, noch mal ein Rezept drin. Nix. Uh, noch ein Rezept. Oh, jetzt kommt's aber hier. Ah, oh, hier. Jetzt aber. Schon drei epische. Vier epische. Fünf? Ja, nice. Die ersten waren ja nicht so gut, ehrlich gesagt. Ah. Da habe ich auch noch mal so einen Trank drin. Dunkelrune habe ich eben auch gesehen, dass drin war, oder? Zumindest sah es so aus vom Symbol her. Die, uh, noch eins. Die ist wahrscheinlich im in der anderen Tasche gelandet, oder? Vermute ich mal. Hier, die habe ich gar nicht offen. Ah, seht ihr, da unten, jetzt haben wir da lauter so klassik Schwarzer Lotus ist da auch noch dabei. Der oh, 3000 Gold, holy moly, 3500 sogar. Na gut, die Dingerune ist halt leider nichts mehr wert, ne? Da sieht es halt schlecht aus. Noch ein Rezept. Also theoretisch kann man darüber halt auch ein bisschen Gold machen, ne? Sowohl die blauen als auch die epischen Rezepte, ähm kann man im Auktionshaus verkaufen ne hier jetzt auf dem Server ne also ihr seht Marktpreis manch teilweise sind hier mehrere hunderttausend dann aber ähm, sofort, minimum sofortkaufpreis ist hier relativ gering ich bin auf dem hypop Server da sieht es schlecht aus ich habe äh, ah doch die blauen Rezepte sind doch auch drin ne seht ihr wollte gerade sagen wollte gerade sagen stimmt nicht mit den blauen dass die auch hier drin sein können aber doch sind anscheinend auch mit da drin. Ich werde die meisten tatsächlich selber lernen, weil ich ja die selber ähm, auch sammle und den Rest werde ich mir dann wahrscheinlich kaufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier dann noch großartig weiterfarm. Muss ich mal gucken. Eigentlich ganz gechillt mit den Chars da durch durchzueiern. Vor allem, was ich empfehlen kann, wenn ihr das langfristig machen wollt, lasst die Chars vor der Instanz stehen. Lockt nicht in der Instanz aus, da werdet ihr mich dann rausgeportet und landet da wieder, wo euer Ruhestein ist. Wenn ihr die einfach vor der Instanz stehen lasst, einloggt, hier durchlauft, dann ist das eine relativ schnelle Angelegenheit. Gut, wir haben alle aufgemacht. Ziehen wir das noch rüber. Dann haben wir jetzt wie viele epische Rezepte? Das sind blaue, blaue und blaue. Schieben wir sie mal einen Ticken zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, blaue, äh, 13 epische. Drei blaue habe ich jetzt rausgekriegt. Wahrscheinlich waren es jetzt um die 50 Kisten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich beim ersten Pot aufgemacht habe. Oder beim ersten von diesen ähm, Haufen. Um die 50 waren es, ne? Und davon haben wir jetzt 16 Rezepte gekriegt. Ist gar nicht schlecht. Ist aber halt auch, wie gesagt, einiges an Farmarbeit. Und ja, diese äh, Tokens hier, die ich jetzt noch rumliegen habe, die können wir auch noch mal verkaufen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ihr braucht die nicht bei den äh, Rare, oder nicht Rare, sondern bei den gelben, neutralen Mobs farmen, weil aus diesen Haufen kriegt ihr eh einen Haufen raus. Oder ihr kauft euch einfach mal Die sind ja auch nicht teuer. Gut, dann sind wir jetzt äh, tatsächlich mit einem durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten da irgendwo Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns äh, im nächsten Video wieder. Euer da Bis dahin. Ciao.